Weiter geht's. Evelyn, drücken. Was zur... Ja. Ich geh dann lieber raus. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Ja. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Wo sind die anderen? Wenn sie klug sind, dann sind sie schon auf dem Weg hierher. Ich bin fast fertig. Ich kann sie gleich holen gehen. Was zur Hölle? Erin, oder? Gott. Die arme Erin. Hey, hey! Hey, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht sehen! Ich... Leute? Nein, sie kriegt einen Anfall, Leute, bitte! Erin? Ich krieg die Tür nicht auf! Holt mich hier raus! Alles okay, wir sind da. Ganz ruhig, Erin, alles wird gut. Überängstigt. Nicht ersticken. Sie hat in der Halle gar nicht mit. Alles okay. Wir sind da. Bist du verletzt? Will schon los. Ich brauch meinen Inhalator. Sie hat einen Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur darunter. Erin, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Erin. Bleib ganz ruhig, okay? Zähl die Atemzüge. 1, 2, 3, 1. Das Kind auch hasst, man. Ich weiß, wie das ist. 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Wer ist da? Was ist das? Gott. Ich... Leute? Leute, hier ist jemand. Bei mir. Oh Gott! Das Asthma-Ding, ich brauch's. Was ist? Ich hab Norman. Ding jetzt. Okay. Ganz ruhig. Ein und aus. Hey. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin.
Hier drin bei mir. Aaron, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht. Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Ah, da sind sie ja. Aaron erweist sich als besonders mutig, meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen, wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so, denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur, und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur, sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry, Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht! Sorry, ich... Dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Okay, du Genie.
Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter. Dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Aber es kann auch gefallen, dass die Wände sich bewegen. Alles verändert. Interessant. Schon gesehen, oder? Was ist hier passiert? Ich... keine Ahnung. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Nicht mehr da. Was? Was zur... Wo ist eingedrungen? Nichts mehr drin, sondern das habe ich ja schon aufgemacht. Kein Strom? Jamie, hier drüben. Okay, ja, verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Blödsinn. Naiv. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg. Oder rechts. Ja, wo die Musik nicht herkommt. Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert.
Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Haupt nicht existent. Ne? Passiert. Ah, wundervoll. Ja, Handschuhe sind nie ein gutes Zeichen. Hörst du das? Mein Herz! Hilfe! Fuck! Hilfe! Bitte! Bitte! Insulting. Sind Sie... Alles. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Was ist der? Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Ich von der Platte weg und dann spielst du mich auf. Jamie? Bleib nur zurücktreten. Wird er mich töten, wenn ich bleib? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist ja eh irgendeiner, oder? Da ist es wurscht, wer stirbt. Oh mein Gott. Shit, nimm meine Hand. Komm schon, verdammt. Oh, ich hab den. Was habe ich getan? Wir müssen hier weg. Jetzt. Charlie. Ha? Weg hier. Warum ist die Leiche nicht mehr da? Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Verarschst du mich? Wir sitzen fest. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Kann ich nicht raus. Nicht so. Hörst du das? Ja.
Was ist hier los? Fuck. Hast du einen Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Sorry. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Damit geht es mir besser. Und das scheinst du irgendwie nie zu schaffen. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Mary? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Unwichtig. Hat sich falsch angefühlt, so habe ich abgelehnt. Du wärst eh zu kritisch gewesen. Du kannst deinen Instinkten vertrauen, ohne mir die Schuld zu geben. Wenn du sagst, dass es falsch war, war es falsch. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Mark, ich habe mich niemals davor gedrückt, dir zu sagen, wo meine Prioritäten liegen. Schon gut. Verstehe. Wir sollten los. Gehen wir zurück zu Aaron und hauen schnellstens ab. Haben Sie Dumet gefunden? Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. Warum ist das, dass Dumet ist? Halt ausgetrickst und ist wegfahren. Bitte hier rum und schließt die Türen ab. Dumet? Seine kleine Helfer im gelben Mantel? Seine Tochter wohin gebracht und ist zurückgekommen und hat sich verkleidet. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, dass es erst nicht ist. Habe ich schon mal gesehen, da war er ja noch da, der Dumet. Warte. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Shelby. Passende Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen auf eine Party. Ich hab verpennt.
Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Ich kann sie nicht halten. Hör zu, ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier! Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Das bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Es muss einen Weg herumgeben. Ja, Wartungskorridore, Zwischenräume, unbedingt. Ja. So, nächste Wand. Was ist los? Demet, was zur Hölle ist sein Problem? Er war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Gehen wir das mal durch. Du hast Demet abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Demet überhaupt nicht getroffen. Also ist er... echten Dümmet-Begegner sind. Ah. Der Typ in der Maske? Das könnte Dümmet sein, ja. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dümmet war. Dümmet einfach ein Verrückter ist. Was vom H.H. Holmes besessen ist. Schon sein, ja. Zuerst da hinten. Was für ein Wichser! Was? Mauer. Los, weiter. Genau wie Holmes. Ich weiß, ich will nicht drüber nachdenken. Ich versuche mich zu orientieren. Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschattet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? Sowas machen diese Soziopathen. Das erste Opfer anscheinend sein. Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Ah, gut. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Wo kommt das her? Und Eerie. Oh, eine Dublone.
ätzend. Willst du reingehen? Charlie, komm her. Machen wir's auf. Saw. Ich habe schon gedacht, wenn wir Saw 1, ne, wo die eingesperrt waren, mit der Handsäge, was sich den Haxen abschneidet. Ist sogar ein Fuß, so ein Schwein. Ja. Nein! Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe. In der Puppe? Drehst du langsam durch? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, natürlich. Ist dazu nix. Natalie Morello. Oh, bist du... Ah, fuck! Heilige Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Fuck. Da hast du wohl recht. Charlie, die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück! Das habe ich nicht erwartet. Ja! Jamie! Ja! 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 Sind voll. Fuck. Charlie? Scheiße. Sie ich weiß, dass da jemand ist noch alles war. Okay. Ich krieg keine Luft. Beruhige dich. Ein und aus. Oh, komm schon. Das müssen Sie hören. Warte. Leute? Hallo? Hey! Die arme Erin. Charlie? Mark? Jamie? Rein. Super, was ich mit dir da leg. Mit dem Asthma. Komm schon, komm schon. Sei kein verdammtes Weichei. Kann ich nicht mehr benutzen, das ist, wenn ich nichts mehr habe.
Behandlung von was? In dem Schrank läutet. Oh, was zur Hölle? Nicht. Ja, fick dich, Jamie. Das stimmt nicht, Tommy, dass das stimmt. Wenn ich den angreife, der spritzt mir irgendein Schlangengift rein. Das kann ja auch, sein. Oder nicht. Der Sektor da, Verrückte. Diesmal eine ganze Schachtel. Wollen Sie sich bei mir einschleimen? Die spare ich mir auf. Was, keine Fragen? Was ist los mit Ihnen, Monday? Sie wirken anders. Oh! Ich sehe das Funkeln in Ihren Augen, Sie kleiner Teufel. Ich bewahre Geheimnisse, Mann. Wir alle haben welche. Der Staatsanwalt will Zahlen aus mir rauskriegen. Wussten Sie das? Natürlich wissen Sie es. Zahlen. Sie haben Holmes für 27 dran gekriegt, aber in Wahrheit waren es fast 200, stimmt's? Stellen Sie sich das mal vor, hätte ich nur Zeit gehabt, seinen Rekord zu schlagen. Die netten Damen aus den Maklerbüros sind Ihnen bekannt. Die haben schließlich Familien. Aber die Zahlen, die der Staatsanwalt hören will, er weiß wohl, dass es da draußen Leute gibt. Außenseiter, Sonderlinge, die Art Leute, um die man lieber einen großen Bogen macht und sie ignoriert. Wem fällt schon auf, wenn die verschwinden?
Mein Vater sagte immer, ich solle versuchen, die Welt zu prägen. Ich wusste nie, was er meint, bis ich das erste Mädchen ausbluten sah. Für mich ist das Kunst. Das ist mein Vermächtnis für diese Welt. Es ist kein Mord, sondern eine ästhetische Antwort auf das, zu dem diese Welt mich gemacht hat. Frag Leute, welche Serienmörder sie kennen. Den meisten werden so 5 bis 10 einfallen. Frag sie nach den Namen der Ermittler, die diese Mörder überführt haben. Niemand wird dir einen sagen. Niemand kennt sie. Keinen interessiert's. Irgendwie voll recht. Niemand macht Filme über sie. Niemand druckt ihre Gesichter auf T-Shirts. Sie sind allen scheißegal. Ich habe die Welt geprägt. Und Sie? Jamie! Jamie? Aaron? Bist du da? Hallo? Hörst du mich? Was geht hier vor? Was? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie kann... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Jamie, was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Hör zu. Da drin ist ein Schrank. Du musst da rein. Und zwar jetzt. Wovon redest du denn da? Versteck dich, Aaron. Wieso sagst du sowas? Was geht hier vor? Aaron, jetzt. Vertrau mir einfach, okay? Chris. Warum soll der mit deiner Frauenstimme reden? Da ist doch mit der Tür drin gewesen, in den Schrank. Ja, das hat recht gehabt. Was finden sollen? Charlie? Jamie? Hallo? Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor?
Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Ja. Unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Macht alles nach. Doch hier bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Und dem hat er keine Glatze, er hat Haare. Keinen Tank gefunden. Mark, was machst du da? Bleib da bloß weg. Das ist mehr als krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.